So, ja, wir hatten uns ja gerade schon mal gesprochen. Jetzt sind wir mitten in der heißen Gruppenphase beim FIFA-Turnier, powered by Konrad und Handyflash. Tritt's ja fürs Energy-Team ein. Und jetzt ist tatsächlich passiert, worüber wir auch gerade schon gesprochen haben, sind halt Leute dabei, die einen vielleicht durchaus mal schlagen können. Das erste Gruppenspiel verloren, richtig? Richtig. Woran hat's gelegen? Ja, es ist immer doof, wenn man verloren hat, hat man verloren. Aber es ist bitter, wenn man verliert, obwohl man nicht der schlechtere Spieler war. Also ich habe auch gerade noch einen Zuschauer gefragt, das jetzt, ja. Aber es ist halt immer so, ne, es klingt dann immer wie ein schlechter Verlierer. Er hat gut gespielt. Mein Gegner hat gut gespielt, hat 3 Schüsse aus der Distanz reingemacht. Ich hatte 8 im Strafraum und davon 1 Tor gemacht. Ist halt FIFA dann, ne? Ist halt FIFA. Also generell ist im normalen Sport, E-Sports ist auch Sport, ist es natürlich nicht anders. Auch der Bessere kann dann dementsprechend mal verlieren. Vorteil ist, es war der Start der Gruppenphase, war dein erstes Spiel. Das heißt, du hast noch 4 Spiele, wenn ich das richtig verstanden habe von dem Modus. 3, oder? 5 pro Gruppe, genau. Dann hast du jetzt noch 3 Spiele. Wie gehst du die jetzt an? Genauso wie vorher auch? Oder änderst du jetzt deine Taktik? Oder? Ich habe überlegt, die Formation umzustellen. Ich habe die ersten 15 Minuten mit einer Formation gespielt, 4-3-1-2, habe da 3 Buden kassiert. Also es ist total schlecht gestartet und dann habe ich umgestellt auf 4-2-3-1 und dann lief es wesentlich besser. Deswegen denke ich mal, dass ich von vornherein jetzt mit der anderen Formation antreten werde. Ja, kommt immer auf den Gegner an auch. Vielleicht stelle ich dann im Spiel nochmal um. Keine Ahnung, mal gucken. Aber das macht eben guten Sportler aus. Er stellt sich auch in der Niederlage. Danke für das kurze Statement und wir sehen uns bestimmt später nochmal. Ja, ja. Alles klar. Bis später.